Kontrovers berichtet vor wenigen Monaten über ein neues Brennstoffzellenauto, angetrieben mit Methanol. Prototypen wie dieser Sportwagen, ein umgerüsteter E-Smart und dieser E-Transporter fahren bereits mit dieser Methanol-Brennstoffzelle. Nach der Kontrovers-Story hat das Wirtschaftsministerium reagiert und will die weitere Entwicklung mit knapp 1,4 Millionen Euro fördern. Methanol ist sehr einfach zu betanken. Man kann die bisherige Tankstelleninfrastruktur dazu nutzen. Und trotzdem ist Methanol, wenn es grün erzeugt ist, im Prinzip grüner Wasserstoff, völlig klimakorrekt. Der Ingolstädter Ingenieur Roland Gumpert sieht in seinem alternativen Antriebskonzept noch weitere Vorteile. Er muss keinen Wasserstoff tanken, was technisch äußerst aufwendig und teuer wäre. Das Methanol kommt unkompliziert ins Auto wie Benzin. Mit einer Füllung schaffen die Prototypen bis zu 1000 Kilometer Reichweite. Argumente, die Wirtschaftsminister Aiwanger beeindruckt haben, als er Anfang Mai von diesem Konzept durch die Kontroverssendung erfuhr. Noch ist der Antrieb sehr teuer. In Serie produziert, könnte aber deutlich billiger werden. Erste Versuchsfahrten der Technischen Hochschule Ingolstadt mit dem Smart brachten vielversprechende Ergebnisse. Wir haben die Batterie eigentlich nie leer fahren können, weil die Brennstoffzelle permanent so viel Energie nachlädt, dass die Batterie letztendlich nie leer wird. Also ein absolut praxistaugliches Konzept. Der Ingolstädter Professor Thomas Binder will den Antrieb weiter erforschen. Wie Entwickler Gumpert hält er es im Nutzfahrzeugbereich für aussichtsreich.